Halo, guten Tag, dobar dan, dobrodošli u još jednu novu video lekciju gde se svaki dan ubeđujemo u to kako su rečenice stvarno veoma korisne za učenje nemačkog, onako neku malo opušteniju varijantu učenja, dakle ne nekog uvanja gramatičkih pravila, nego polako, ako samo ako imate dovoljno energije i živaca za to, rečenice će učiniti čudo. Dakle, samo polako slušajte, ponavljajte, posvetite se svakoj rečenici, naučite i vidjet ćete kako ćete vremenom već početi sami da ih koristite u govoru i da ih kombinujete. Broj 1. Dieses Wort habe ich gehört. Dieses Wort habe ich gehört. Ovo reč sam čuo. Das Wort. Imenica srednjeg roda. Dieses Wort habe ich gehört. Dakle, perfekat. Ich habe gehört. Čuo sam. Was? Šta? Dieses Wort. Ovu reč. Hören, čuti. Die Bäume, broj 2. Die Bäume bekommen gelbe Blätter. Kao opisna. Jedan opis, znači je jeseni. Drveće dobija žuto lišće. Die Bäume. Dakle, korisna rečenica je da naučimo množinu od reči der Baum. Der Baum je drvo. A die Bäume je drveće. Die Bäume bekommen gelbe i još jednu imenicu u množini da naučimo, to je blat, list, bleta, lišće. Znači, obi su dobile umlaute. Blat, bleta, Baum, Bäume u množini. Znate da je množina u nemačkom malo komplikovana. Tako da nije nešto je mnogo pametno sesti poučiti sva ona pravila za množinu, pogotovo što je to u svim knjigama, u svim gramatikama, negde, ne znam, četvrta, peta lekcija od početka množine imenica, kad se ljudi još nisu navikli ni na riječi, ni na što se tiče nemačkog, tako da to nemojte učiti tada sigurno. Učite kroz primere riječi, kao ovo recimo, die Bäume bekommen gelbe Blätter, znači naučila sam Baum Bäume, Blatt Blätter u rečenici. A onda kad već progovorite na nemačkom i kad ste već u neke stvari sigurni, onda možete da se vratite na množinu. To važi i za padeže i za sve te, da kažem, sitne stvari. Nisu sitne, ali su teške na početku, a kasnije se mnogo lakše nauče kada već nešto znate. Broj 3. Du fährst viel zu schnell. Du fährst viel zu schnell. Znači, fahren. Glagol fahren, među prvima se uči i nepravilan je. Znači, ich fahre, du fährst. Du fährst viel zu schnell. Ti voziš suviše brzo. Du fährst viel zu schnell. Ich fahre, du fährst. Dalje imamo es wird langsam kalt, es wird herbst, polako postaje hladno, postaje jesen, dolazi jesen. Znači, glagol werden je ovde u jednoj i u drugoj rečenici u značenju postati. Znači, glavni glagol je ovde, on nije ovde za buduće vrijeme pomoćni glagol ili za pasiv, nego ima svoje značenje postati. Es wird postaje kalt, es wird postaje Herbst. Yes. Nepravilan je werden. Znači ich werde, du wirst. Er, sie, es. Wird. Ovo je treće lice jednine. Wird. Broj 5. Pass auf und lauf langsam. Der Weg ist glatt. Pass auf und lauf. Oder fahr. Oder geh langsam. Sad zavisi da li hodeš ili si u auto, na biciklu. Znači pazi i hodaj polako. Der Weg ist glatt. Znači da je put glatak. Odnosno klizav. Pass auf. Glagol je aufpassen. Paziti. Pass auf. Lauf langsam. Der Weg ist glatt. Broj 6. Er hat Freunde eingeladen. Er hat Freunde eingeladen. Znači, odličan primjer da naučimo glagol einladen. U participu eingeladen. Znači,
pozvati nekoga na neko dešavanje, možda ih je pozvao na parti, na sva paticu, Mittagessen, na ručak. U svakom slučaju ih je pozvao da dođu. Er hat Freunde eingeladen. Glagol je einladen, eingeladen. Sie hat ihre Tochter abgeholt. Još jedan primjer je ovaj sljedeći, ausgeraubt, znači kratke jednostavne rečenice gdje su zapravo onda imamo samo da se koncentrišamo na glagol. Abholen i ausrauben. Znači abholen u ovoj sedmici, sie hat ihre Tochter abgeholt. Ona je došla, pokupila svoju ćerku. Dakle, u pitanju je glagol abholen. Otići po nekoga, doći po nekoga. Sie hat ihre Tochter abgeholt. Er hat die Bank ausgeraubt. Opljačko je bank. Ich hab im Café gefrühstückt. Frühstücken, doručkovati. Wo hast du gefrühstückt? Ich hab im Café gefrühstückt. Doručkovao sam u kafiću. Ich habe im Café. Café, kafić je das Café, srednjeg roda, tako da je u dativu im Café. Gefrühstückt. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich danke Ihnen im Voraus. Ja se zahvaljujem vama unapred. Ich danke Ihnen im Voraus. Znači, da naučimo ovaj izraz, da kažemo unapred, im Voraus. Im Voraus. Danken, zahvaliti se. Imamo u zamenicu Ihnen, znači u dativu, persiranje Ihnen, vama. Broj 11, ich bevorzuge Fußball, znači preferiram, bevorzugen, preferirati. Recimo, spielst du gern Basketball? Nein, ich bevorzuge Fußball, više volim, ich bevorzuge Fußball. Broj 12, man darf das nicht ändern. Man darf das nicht ändern, znači ko je ovaj man ovde? Nije man kao čovek, nego jednostavno niko ne sme to da menja. Man ne sme se. Kod nas se prevodi sa se. Man darf, sme se. Man darf nicht, ne sme se. Ändern, menjati. Man darf das nicht ändern. Broj 13. Begleite mich nach Hause. Begleiten, ispratiti. Begleite mich nach Hause. Isprati me da kuće. Begleite mich nach Hause. Broj 14. Ist der Eintritt frei? Ja, gut, ich habe mein Geld vergessen. Da li je ulaz slobodan? Jeste, dobro je, pošto sam, u stvari, zaboravio novac. Ist der Eintritt frei? Ja, gut, ich habe mein Geld vergessen. Für die Eintrittskarte, za ulaznicu. Wie peinlich. Ich habe mein Geld vergessen. Kako mi je neprijatno. Es ist mir peinlich. Zaboravio sam novac. Ich habe mein Geld vergessen. Wie peinlich. Ich habe mein Geld vergessen. Wiegen. Težiti. Wie viel wiegt dieser Koffer? Koliko je težak ovaj kofer? Wie viel wiegt dieser Koffer? Die Tasche wiegt 10 Kilos. Torba je teška, teži 10 kilograma. Die Tasche wiegt 10 kilos. Regst du dich leicht auf? Regst du dich leicht auf? Aufregen, sich aufregen. Znači uznemiriti se, uzbuditi se, iznervirati se. Sich aufregen. Glagol sa razvojnim prefiksom, pa je auf. Otišao na kraj. Regst du, prefiks. Regst du dich leicht auf? Ich rege mich leicht auf. Oder ich rege mich nicht leicht auf. Aufregen. Reg dich nicht auf. Wie bilo, nemoj da se nerviraš. Reg dich nicht auf. Broj 19. Das Essen ist kalt geworden. Das Essen ist kalt geworden. Znači, opet imamo... Essen, jelo, kalt, hladno, geworden. Znači, imamo onaj
da smo, kažemo, opet glagol werden, što smo malo primali, es wird kalt, es wird herbst, postaje hladno, postaje jesen. Ovdje imamo isti taj glagol werden, ali u perfektu. Es ist kalt geworden. Znači, postalo je hladno. Particip 2 od werden, geworden. I još jednom, ich bin 30 geworden. Ich bin 30 geworden. Ja sam 30 postao, napunio sam 30 godina. Ich bin 30 geworden. Bist du verrückt geworden? Da li si postao lud? Bist du verrückt geworden? Bist du verrückt geworden? Ich bin verrückt lud. Nach ihr, lud sam za njom. Ich bin verrückt nach ihr. Mein Kollege ist plötzlich krank geworden. Mein Kollege ist plötzlich krank geworden. Moj kolega se iznenada razboleo. Mein Kollege ist plötzlich krank geworden. Warum sind Sie Lehrer geworden? Zašto ste vi postali nastavnik? Warum sind Sie Lehrer geworden? Er ist Vater geworden. On je postao otac. Er ist Vater geworden. Sad idemo na fahren. Ich bin in die Berge gefahren. Ja sam otišao na planinu. Ich bin in die Berge gefahren. Pomoćni glagol je sein, zato što je fahren glagol kretanja. Znači ne kažem ich habe gefahren, nego ich bin gefahren. I akuzativ in die Berge. Akkusativ množine, na planine, in die Berge gefahren. Hat mit dem Studium begonnen. Počeo on je da studira. Hat mit dem Studium begonnen. Hat begonnen, počeo. Hat sich um einen Job beworben. Prijavio se za posao. Sich bewerben. Prijaviti se. Opa, izvijem se. Moje svetlo, koje mi je se polomilo. Pa se ponekad otprlja. Da, sich bewerben je prijaviti se za um. Treba nam je ovaj um, bewerben um. Znači, hat sich um einen Job beworben. Prijavio se za neki posao. Der Unterricht fängt an. Predavanje počinje. Glagol anfangen, početi, anfangen. Glagol s razvojnim prefiksom. Znači, der Unterricht fängt an, počinje. Ich habe ein Geschenk für Sie. Imam poklon za nju. Ovo für Sie može značiti i za njih. A da je napisano veliko, onda bi bilo za vas. Persiranje. Akuzativ. Für. Ich habe ein Geschenk für Sie. Sie bringt mir ein Geschenk. Ona donosi meni jedan poklon. Sie bringt mir ein Geschenk. Der Bus hält hier nicht. Autobus nestaje ovde. Glagol je halten. Nepravilan. Halten, zaustaviti se. Ich halte, du hältst. Hält, der Bus hält. Hält der Bus hier. Wo hält der Bus? Der Bus hält hier nicht. Das Baby schreit viel. Ok, weinen bi bilo plakati, schreien je više vrištati. Das Baby schreit viel und weint viel. Schreien und weinen. Sie hat sich über ihren Chef aufgeregt. Ovde se ona naljutila, iznervirala zbog šefa. Sie hat sich über ihren Chef aufgeregt, also sich aufregen, über, plus akkusativ, i da to imamo ihr Chef je njen Chef, a ovo en je zbog akkusativa muškog roda, über ihren Chef hat sie sich aufgeregt. Ich bedanke mich für die Blumen. Znači, sich bedanken für etwas, zahvaliti se na nečemu. Možemo da kažemo, ich bedanke mich bei dir,
für die Blumen. Da bismo rekli zahvaljujem se tebi, bei dir, za cvijeće, für die Blumen. Ich bedanke mich bei dir für die Blumen. Sie beklagt sich über alles. Beklagen, beschweren je, žaliti se. Sie beschwert sich, sie beklagt sich über alles. Das weißt du, Jade. Er hat sich über das schlechte Essen beschwert. Er hat sich über das schlechte Essen beklagt. Natürlich, beschweren. Žali se na lošu hranu. Er hat sich über das schlechte Essen beschwert. Wir haben uns zu einem Kurzurlaub entschlossen. Wir haben uns sich entschlossen, zu einem Kurzurlaub entschlossen. Sich entschlossen. Wir haben uns, mismo sebe, se, za jedan kratki odmor odlučili. Wir haben uns zu einem Kurzurlaub entschlossen. Ich habe mich über Ihren Besuch gefreut. Ja sam se obradovao njenoj poseti. Ich habe mich über Akkusativ muškog roda der Besuch über Ihren Besuch gefreut. Sie hat sich wieder verliebt. Jana se ponovo zaljubila. Sie hat sich wieder verliebt. Sich verlieben. Zaljubiti se. Okay, to je to, vidimo se. Broj 1. Sie können natürlich kommen. Sie können natürlich kommen. Vi možete naravno doći. Ili ovo sie može da budu i oni. Oni mogu naravno doći. I vi možete naravno doći. Sie können natürlich kommen. A zašto ovo sie ne može da bude ona? Zbog oblika glagola. Dakle, da je ona, rekli bismo kako ona može naravno doći. Sie kann natürlich kommen. A ovo su oni ili vi, können natürlich kommen. Evo je sie, ona. Zašto je ovo ona? Pa zato što ima to t. Znači uvek kad je sie zählt, sie kommt, sie spricht, ona. Sie zählt das Geld, ona broji novac. Kako bi bilo vi brojite novac? Persiranje. Sie zählen das Geld. Ona broji, sie zählt das Geld. Zählen, brojati, zahlen, platiti. Broj 3. Ich kann nichts daran ändern. Ja ne mogu ništa tu promeniti. Ich kann nichts daran ändern. Ändern je promeniti, nichts je ništa. Ich kann nichts daran ändern. Broj 4. Wie alt ist unser Lehrer? Er ist sehr jung. Wie alt ist unser Lehrer? Koliko godina ima naš učitelj? Er ist sehr jung. On je veoma mlad. Kako bismo to isto pitali za Lehrerin? Rekli bismo wie alt ist unsere Lehrerin? I ovdje bismo rekli sie ist sehr jung. Unser Lehrer, unsere Lehrerin. Wo ist du zu Mittag? Gde ručaš? Wo ist du zu Mittag? Dakle, u pitanju je glagol zu Mittag, essen. Nije glagol izraz zu Mittag, essen. Za u podne jesti, bukvalno. Tako da menjamo glagol essen. Ich esse zu Hause zu Mittag. Jedem, odnosno ručam kod kuće. Ili ich esse im Restaurant zu Mittag. Jedem ručam u restoranu. Broj 6. Sie baden gerne im Meer. Oni se rado kupaju, vole da se kupaju u moru. Sie baden gerne im Meer. Mi ćemo prije reći oni vole da se kupaju, nego što ćemo prevesti oni se rado kupaju u moru. Ali se sjetite tog gerne, znači da ne koristimo glagol mögen ovdje ili lieben, nego samo ovdje konkretno kupati se, baden i gerne. Ako hoćete da kažemo oni vole da šetaju, sie gehen gerne spazieren. Oni vole da jedu. Sie essen gerne. Znači samo taj glagol plus gerne. Nema glagola voleti, ušte se ne spominje.
Broj 7. In diesem See darf man nicht baden. U ovom jezeru se ne smije kupati. In diesem See darf man nicht baden. Znači, das Meer je more. Mea, more, liči na našu reč. Međutim, postoji još jedna reč za more, koja liči na englesku sea, i to je die See. A der See je jezero. I ovdje je in diesem See, znači dati muškog roda, jezero, u ovom jezeru, darf man nicht baden. Imamo ovaj subjekat man, mi ga najčešće ovo prevodimo sa se. Darf man, smije se. Darf man nicht, ne smije se. In diesem See darf man nicht baden. Broj 8. Hier ist baden verboten. Znači, kupanje je zabranjeno. Hier ist baden verboten. Man darf hier nicht baden. Hier ist baden verboten. Er hat eine gute Aussprache. On ima dobar izgovor. Er hat eine gute Aussprache. Is govoriti. Aussprechen. Aus je is, sprechen je govoriti. Znači kao kod nas. Is govoriti. Aussprechen. Is govor die Aussprache. Ihr seid zu spät. Ihr, vi, ste suviše kasno. Vi suviše kasnite, znači drugo lice množine. Ihr seid zu spät. Du bist zu spät. Ti suviše kasniš. Sie sind zu spät. Vi, persiranje, vi, persiranje, sie sind zu spät, a vi množina, ihr seid zu spät. Er stellt die Vase, wohin? Ins Regal. Dakle, ovdje imamo ovaj glagol stellen, što znači staviti negde nešto, onako da stoji uspravno, i ide sa akuzativom. Das Regal, ins Regal. Also, wohin stellt er die Vase? Er stellt die Vase ins Regal. Ich habe mich als Kellner beworben. Prijavio sam se za posao konobara. Ich habe mich als Kellner beworben. Sich bewerben. Prijaviti se. Sich bewerben za neki posao. Partizip 2. Beworben. Ich habe sehr jung geheiratet. Ja sam se veoma mlad oženio ili udala. Ich habe sehr jung geheiratet. Dakle, glagol je heiraten. A onaj pridev što koristimo, ja sam oženjen, ja sam udata, to je verheiratet. Dakle, ich bin verheiratet. Ich habe geheiratet. Er hat zu viel Arbeit. On ima previše posla. Er hat zu viel Arbeit. Der Film war ein großer Erfolg. Film je bio veliki uspeh. Der Film, muškog roda, war je bio ein großer Erfolg, der Erfolg. Također imenica muškog roda. Vidimo i po ovom R na pridevu. Der Film war ein großer Erfolg. Meine Frau hat sich geärgert. Moja žena se naljutila. Meine Frau hat sich geärgert. Sich ärgern je glagol. Dalje, die Lösung ist falsch. Rješenje je pogrešno. Lösung, rješenje, ein Problem lösen je rješiti problem, die Lösung, rješenje. Die Aufgabe ist nicht schwer, die Lösung ist ganz einfach. Zadatak nije težak, rješenje je sasvim jednostavno. Die Aufgabe ist nicht schwer, die Lösung ist ganz einfach. Die Geschwister sehen sich nur selten. Kao ja i moj brat. Wir sehen uns nur selten. Znači, samo se redko vidimo. Leider, nažalost. Geschwister su braće i sestre. Die Geschwister sehen sich nur selten. Das war mir furchtbar unangenehm. To mi je bilo strašno neprijatno. Das war, to je bilo mir, meni, furchtbar, strašno, unangenehm. Oder peinlich auch. Ich kann es kaum erwarten, Urlaub zu machen. Ne mogu da dočekam da idem na odmor. Ich kann es kaum erwarten, Urlaub zu machen. Kaum, jedva. Erwarten, očekivati nešto. Er ist mir noch Geld schuldig.
On je meni još novca dužan. Er ist mir noch Geld schuldig. Znači, schuldig je dužan. Može znači ti kriv. Jer je schuld, krivica. Ili dug. Er ist mir noch Geld schuldig. Es ist nicht meine Schuld. Znači, to nije moja krivica. Vidimo da je schuld ženskog roda. Es ist nicht meine Schuld. Reist die ganze Nacht. Putuje celu noć. Reist die ganze Nacht. Znači, noć je jedini deo dana koji je ženskog roda. Die Nacht. Jer je der Morgen, der Abend, der Mittag, der Vormittag, der Nachmittag. Svi su muškog roda. Tako da ćemo kod njih svih reći den ganzen. Reist den ganzen Morgen, den ganzen Abend, den ganzen Tag. Ali die ganze Nacht. Ich arbeite in einer Autofabrik. Ich arbeite, radim u, znači odgovore na pitanje wo, gde, treba mi dati u ženskog roda, in der, in einer Fabrik, fabrike ženskog roda, in einer Autofabrik. Ich werde in 5 Minuten dort sein. Ja ću za 5 minuta tamo biti. Buduće vrijeme, ich werde in, pazite, za 5 minuta, nije für 5 minuten, nego je in 5 minuten. Znači kad će se nešto desiti za 5 minuta, za mjesec dana, za godinu dana, koristimo predlog in. Kao u engleskom. In 5 minutes, za 5 minuta. In 5 minuten. Ich bin seit 2 stunden auf. Kad kažemo da sam auf, to znači da sam budan. Aufwachen je probuditi se. Znači, ich bin auf ili ich bin wach, bukvalno budan sam. Od pre 2 sata, seit 2 stunden. Ich bin seit 2 stunden auf. Ich lebe in der Hauptstadt. Ich lebe, ja živim u, znači odgovaramo pitanje gdje živim, koristimo dativ, štat je ženskog roda, die Stadt, in der Stadt. Živim u glavnom gradu. Ich lebe in der Hauptstadt. Ich lebe in der Hauptstadt. Dort, an der Ampel, kannst du über die Straße gehen. Tamo, na semaforu, možeš preko ulice ići. Ili kannst du die Straße überqueren, možeš preći ulicu. Opet, na čisti slučaj dativa ženskog roda, znači dort, tamo, gde? Na semaforu. Semafor je die Ampel. Prešao u der. Kao ovde. In der Hauptstadt, an der Ampel. Dort, an der Ampel, kannst du über die Straße gehen. Sie singt nicht so gut. Ona ne peva tako dobro. Sie singt nicht so gut. Gute Besserung. Brzo ozdravite, brzo ozdravljenje. Gute Besserung. Gute Besserung. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Cela rečenica, znači želim vam brzo ozdravljenje. Ili ich wünsche dir gute Besserung, želim tebi. Ich wünsche Ihnen, želim vama gute Besserung. Wir wohnen in einem kleinen Haus mit einem Garten. Jednostavna rečenica, živimo u kući sa baštom, ali na nemačkom nije tako jednostavno zbog tih padeža. Dakle, wir wohnen in, dati srednjeg roda, das Haus, in einem Haus, pride u dativu uvek sa n, in einem kleinen Haus, mit, također traži dativ, ovo isto, einem Garten, ali Garten je der Garten, znači dativ muškog i srednjeg roda, isto to slovo m. Wir wohnen in einem kleinen Haus mit einem schönen Garten, zum Beispiel, pride sa n uvek. Wir haben zwei Bäume im Garten. Znači imamo dva drveta wo, dativ, in dem Garten, im Garten. Wir haben einen schönen großen Garten. Sad imamo ovde, wir haben, mi imamo šta. Znači akuzativ muškog roda einen i pridevi u akuzativu isto sa n. Wir haben einen schönen großen Garten. Das Haus hat einen großen Garten.
Znači, kuća ima akuzativ muškog roda einen großen Garten mit Obstbäume, sa voćem, dobro, sa drvećima, bäumen, voća. Ima voćnjak. Das Haus hat einen großen Garten mit Obstbäumen. Ich habe viel im Garten zu tun. Ima mnogo da radim. Gde? Dativ. Im Garten. Ich habe viel im Garten zu tun. Ich helfe Ihnen gern. Ja pomažem vama rado. Ihnen, vama, persiranje. Ich helfe Ihnen gerne. Aller Anfang ist schwer. Svaki početak je težak. Der Anfang, imenica muškog roda. Aller Anfang ist schwer. Auf der Straße liegt Schnee und Eis. Na ulici je sneg i led, bukvalno leži sneg i led, liegen. I imamo opet još jedan dativ ženskog roda. Die Straße. Wo liegt Schnee und Eis? Auf der Straße. Auf der Straße. I okej, ovdje se zaustavljamo pa se vidimo u narednoj lekciji. Ćao.